Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Conan Exiles Isle of Zipta. Ja, ich hatte es glaube ich in der letzten Folge schon erwähnt, ich habe so ein bisschen mit anderen Mods rumexperimentiert und im Moment bin ich noch bei der Grim Productions heißt die Mod. Ich habe nicht den weiblichen Körper, den es noch extra für die Mod gibt, installiert, sondern nur die Mod mit den Ausrüstungen. Und ja, ich bin im Moment gerade unschlüssig. Ich bin mir auch noch nicht sicher, was YouTube von der Mod hält, weil YouTube hat ja manchmal auch bei bekleideten Körperstellen, dass YouTube das ein wenig zu freizügig ist. Ich würde sagen, die Rüstung ist anders. Ich bin mir auch noch nicht 100% sicher, ob ich sie anlasse. Ich habe zur Not auch noch meine normale Rüstung mit dabei. Ich ziehe jetzt allerdings keine Rüstungsteile aus, weil ich habe auf einmal auf dem Server gerade volle Nacktheit und ja. Gut. Ich denke, wir gehen erstmal ein Stück und ich renne genau in die falsche Richtung. Die Höhle der Wolfsbrüder wollten wir nicht hin. Ja, die zwei Jungs hier wollten mit in die Begrüßung, aber habe ich gesagt, ist nicht. Geht nicht. Wie viel Heiltränke habe ich noch? Ich habe noch genug. Okay, in welche Richtung gehen wir denn jetzt mal? Ich würde eher sagen rechts. Ich habe unsere Tänzerin mit dabei. Sie hat die Frisur von... oh Gott, wie heißt sie denn noch? Von der jüngeren Schwester aus League of Legends im Moment. Aus der... Animationsserie, nur halt nicht in Blau. Und ich weiß noch nicht, ob ich von diesen langen Zöpfen und wie sie da durch den Hals glitschen begeistert bin. Ja, aber wie schon gesagt, ich habe die letzten Tage einfach mal mit verschiedenen Mods ein bisschen rumgespielt. Gestern war ich ganz faul und habe gar nichts für YouTube gemacht. Ah, hallo. Das ist ja ein... Ja, reicht. Chill. Ist tot. Ah, ich habe zwar eigentlich den ganzen Tag gezockt gestern, aber... Also, soweit ich Zeit hatte. Aber aufgenommen habe ich nichts. Obwohl, das stimmt auch nicht ganz. Ein bisschen was habe ich aufgenommen, aber... Das ist ein längerfristiges Projekt, was ich mir überlegt habe und das wird da wahrscheinlich ein, zwei Monate dauern, bis das rauskommt. Wen haben wir denn hier? Seid ihr nett? Wahrscheinlich nicht, ne? Nein. Sie ist nicht nett. Nein, ich bin doch gar kein Feind. Oh. Darf ich deine Rüstung haben? Vom Priest of Seth. Nein, ich will dich wieder leben. Weil ich glaube, die haben so coole Rüstung. Die von hier aus zur Base zu schleppen ist wahrscheinlich ja. Und jetzt ist der Jubo schon wieder am Überlegen, ob er hier irgendwo ein Rad hinbaut.
Warte, dass diese Priesterin respawnt. Die Rüstung ist cool, oder? Ich weiß aber nicht, wie ich die erlerne, ob ich die so erlerne. Was haben wir hier? Dazu brauchst du eine Schaufel. Ich weiß nicht mal, wie ich eine Schaufel kriege. Hund. Hey. Stand da nicht gerade E drin? Nö. Anscheinend nicht. E drücken zum Interagieren und dann kommt wieder nur Emily. I don't know. Was brauche ich denn nochmal für ein kleines Rad? Ich glaube Eisenbahn, ne? Dip. Kleines Rad. Ja, Eisenbahn. Mann! Jetzt hätte ich gern diese Priesterin. Okay. Wir brauchen eine Schmelze. Ein bisschen Eisen. Nein, falsch. So. Ja. Damit ist mein Plan erstmal für heute, was ich so mir gedacht habe, wieder hinfällig. It is what it is. Ich hätte aber gerne die Priesterin. So. Jetzt habe ich es gesagt. So. Jetzt brauche ich noch viel Schmelze. Ein. Nichts weiter. Gut. Dann kloppe ich jetzt einfach hier mal vom Ding hin. Machen wir zwei. Das soll ja geil sein. So. Holz habe ich gar keins. Ja, mal ein bisschen Holz. Jetzt habe ich schon wieder noch Eisen gegeben, oder? Ich bin mir sicher, wir sind eben schon an Eisen vorbeigelaufen. Okay, 1000 Holz haben wir. Packen wir das schon mal jeweils die Hälfte rein. So. So. Brauche ich aber wirklich eben ein bisschen Eisen. Oh, ein Vogel. Beep. Tschüss. Eine Suppe müsste ich dann auch herstellen. Sichel. Hallo? Da ist ein bisschen Eisen. Das sollte wohl reichen, um Suppe herzustellen. Eisen haben wir eigentlich auch schon genug. Nehmen wir noch mal ein bisschen Holz. Stein. So. Sollten wir
aber auch von allem genug haben. Und dann gucken wir gleich mal, dass wir die Priester hinbekommen. Sobald wir hier unser Rad aufgestellt haben. Moment, machen wir andersrum. So. Okay, und Feuer. Und Feuer. Dann bauen wir ein Lager. Feuer. Nee, nicht 128, eins reicht. Ja, stell rein. Immer 100. Hab ich gar keine Samen bekommen? Ne, Pilze nur. What the heck? Was Samen? Ich hab nicht drauf geachtet. Was ist ein Bär oder was? Ja, was ist ein paar Samen. Egal. Damit wir da ein paar Süppchen herstellen können. Hier nochmal. Jetzt keine Samen, toll. Läuft, oder? Was kommt denn da schon wieder angekrochen? Ein Krokodil. Naja, das macht sie schon. Was kriegt denn keine Samen? Butter. Echter Indigo. Ich habe schon wieder ein Krokodil. Da kommt's. So. Ich will was sehen hier von dem Theater. Gut. Ich hoffe, aus dem Lupinensamen können wir auch Suppe herstellen. So ein Sheet. Das kann auch weg. Was schmeiße ich hier gerade weg? Sehr gut. Doch gar keine Aloe. Wie kriege ich denn die Aloe-Blätter? Ich krieg keine Samen. Auch nicht mit der Hand. Wieso? Was ist denn das für ein blöder Wald? Ich habe ja noch ein bisschen was dabei. Nö. Keine Samen gekriegt. Nicht einen einzigen. Das sollte reichen.
gefährden. Ach, zweimal, okay. Das ist jetzt das kleinste Übel. Die schmeiß ich auch weg. Wo ist... Warum folgt sie mir jetzt wieder nicht? Was habe ich getan? Gib mir mal bitte deinen Speer. Nimm dafür die schicke Keule. Ich nehme auch eine Keule. Das Seil. Und dann gucken wir gleich mal, dass wir die Priesterin bekommen. Die scheint auch... Oder ist da eine Puppe? Ne, eine Puppe. Ist da noch kein Respawn? Na, ja, sehen wir gleich. Ich hoffe, ich kann hier das Rad hinstellen. Noch 10. Oh, das ist hier nicht zulässig. Vielleicht muss ich die Öfen wieder abreißen. Hier. Geht's. So. Was ist das? Brauchen wir vielleicht. Das da rein. Ich wollte gerade sagen, das stimmt nicht. So, lass uns jetzt mal gucken gehen, wir hier drüben schon einen Respawn haben. Ach so, hier bei der Rüstung übrigens, die hat keinen Kälte- oder Hitzeschutz. Was vielleicht auch suboptimal ist. Warum ist denn jetzt hier niemand Respawn? Schon mal den Müll hier wegschmeißen wieder. Brauchen wir alles nicht. Brauchen wir auch nicht. Ja, weg damit. Hm. Okay, ich würde sagen, ich mache hier mal einen kurzen Break. Und dann sehen wir uns wieder, wenn die Priesterin uns die Treue geschworen hat. Bis gleich. So, da bin ich dann auch mal wieder zurück. Hab hier gerade nochmal nach einem weiteren Priester oder so geguckt. Aber da war nichts. Und die meiste Zeit, muss ich feststellen, spawnen hier auch die falschen Priester. Aber es hat auf lange Sicht geklappt. Auch wenn es etwas länger gedauert hat. Und ja, ich habe hier oben einige Zeit jetzt verbracht. Emily habe ich jetzt in der Base stehen lassen. Wir haben hier oben mittlerweile zwei Stufe 2 Bogenschützen stehen. So, das ist unsere kleine Hütte. Hier schmeiße ich die Sachen rein, die ich so von der Runde immer behalte. Die holen wir dann später irgendwann mal ab, wenn ich dran denke. Ja doch, ich muss dran denken. Weil wir wollen ja dann unsere Priester mitnehmen. Also, die erste Priesterin, die ich bekommen habe, war eine Mithra-Priesterin und die spawnen eigentlich die ganze Zeit da drüben.
Dann hatte ich mich ja gewundert, was das ist, wo man da E drücken kann. Man kann auf dem Boden hier so einen Jagdbogen aufheben. Und aus den Zielscheiben kann man diese Eisenpfeile rausholen. Nur für den Fall, dass ihr da auch mal seid. Das ist das Rätsels Lösung. Ja, Metall habe ich in der Zwischenzeit auch gefunden. Warum gehe ich jetzt hier dran? Achso, ich wollte das restliche Holz da reinschmeißen. Das holen wir dann auf dem Rückweg auch ab. Wenn ihr selber mal in die Lage kommt, an dem Lager vorbei, da den Hügel hoch, da findet ihr Eisen. Und so ein bisschen links, da sind auch Gorillas. Da kriegt ihr dickes Leder her, falls ihr euren Begleitern ja auch die Schamanenrüstung herstellen wollt. So. Und da, nee. Da? Nee. Wo war es denn jetzt? Da. Da haben wir dann jetzt die Priest of Zat. Um die es mir eigentlich ging. Die packen wir dann auch hier in die Kiste. Und holen sie auf dem Rückweg ab. Na, du kannst noch ein bisschen tanzen. Jo, die Hütte hatte ich mir hier in der Zwischenzeit gebaut. Und das können wir auch hier lassen. Das lassen wir hier. Die müssen wir gleich Emily wiedergeben. Der Rest ist unser. Packen wir das noch da rein. Das Leder können wir dann später auch mitnehmen. Wenn wir dran denken. So, Emily. Dann darfst du mir jetzt wieder folgen. Genug Party, genug getanzt. Ach so, es gibt hier übrigens auch die Sträucher, aus denen man die Suppe herstellen kann. Nur es gibt nicht so viele davon. So, hier, das kannst du hier Fleisch essen. Hast du dir verdient. Und da hast du deine Piki wieder. Jetzt schon was zu essen gegeben? Nö. Bitteschön. Ja, der Server ist mir, oder Spiel ist mir, zwischenzeitlich einmal gecrashed. Ich lasse das Essen mal. Machen wir zwei Stapel draus. Vergammelt wieder weniger. So. Wo war ich? Ja, das Spiel ist mir dann nochmal gecrashed, als ich neu starten wollte. Sollte es jetzt nochmal passieren, würde ich dann die neue Mod hier wieder runterschmeißen. Achso, Emily hat wieder eine neue Frisur. Weil mich das irgendwie gestört hat. Wenn ihr die Haare ständig durch den Hals durchgeguckt habt. Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal hier weiter. Wir können auch nochmal da zu dem See. Sorry, aber ich bin gerade die ganze Zeit am Husten. Deswegen muss ich mich immer wieder muten. Aber ich habe dazugelernt. Ich denke daran, mich danach zu entmuten. Oh, mein kleiner Freund. Hallo. Okay, so, jetzt kommt der Looter wieder in mir durch. Da ist Kohle. Nehmen wir mit. Oh, was ist denn das? Und ja, dreimal draufhauen. Bin ich gar nicht gewohnt. Eisen lasse ich jetzt mal in Ruhe.
ist noch mehr Kohle. Schön. Nehme ich mit. Kohle nehme ich im Moment noch mit. Ach so, wir können auch noch eine Herausforderung abgeben. Hä? Ich hatte noch ein... Oh, super, die ist jetzt weg, oder was? Ich hatte eigentlich noch eine Herausforderung fertig mit den Beutetieren herstellen. Naja. Okay. Irgendwann taucht sie wieder auf. Die hatte ich noch fertig gemacht. Aber ist auch nicht weiter dramatisch. Wir sind jetzt bei Stufe 58, noch zwei Stufen und hier ist ja noch kein Ende in Sicht. Ah, das ist aber ein ekliges Bild mal wieder. Das heißt, diesen Battle Pass werden wir auf jeden Fall abschließen. Und die 1200 Münzen für einen nächsten Battle Pass haben wir dann auch schon. So, jetzt suche ich eigentlich unser nächstes Ausflugsziel. Was haben wir denn da? Ist natürlich schwierig, ne? Wie schon gesagt, wenn man keine Ahnung hat, wo man hinrennen soll, kann man natürlich auch vieles übersehen. Und das ist wieder eine Stadt, oder? Jupp. Oh Gott. Die haben auch ein großes Tor. Da oben, da scheint mir schon mal eine Wache zu stehen. Ich hier gerade. Achso, Krokodil. Ja, jetzt spiel du erstmal mit dem Krokodil. Ich trinke jetzt einmal einen Schluck hier. Lecker Wasser. Und dann gehen wir mal von der Seite rein. Achso, bin ich schon fertig. Ich weiß gar nicht mehr, wie hießen die denn mit ihren roten Rüstungen? Sind die das wieder? Flussfachfestung. Okay, schön, dass wir hier mal wieder was entdeckt haben. Weil so viele Ausflugsziele gibt es hier gar nicht, ne? Ja, kann ich mir vorstellen. So, dann haben wir die jetzt aber abgeschlossen. Dann geben wir die auch halt ab. Katsching. Steine sammeln. Ja, das kriege ich hin. Habt ihr irgendwas Schönes dabei? Nö. Flusswacht. Es tut mir fast leid um die armen Leute hier. Das sind Zellen. Den gucken wir uns mal an. Ach da. Da kenne ich nichts. Oh, ein Zauberer. Oh, Entschuldigung. Das wollte ich nicht. Sollen wir die Pfeile mitnehmen? Ich bin so ein... Ich kann nichts liegen lassen, ne? In der nächsten Folge beschwere ich mich dann wieder drüber. Oh, ich habe jetzt eine Stunde wieder ausgeräumt. Dann hör doch mal auf, allen Scheiß mitzunehmen. Nein, kann ich nicht. Ich bin lootsüchtig. Lootsüchtig. Jetzt kommt uns gleich wieder mit dem Spruch. Haben ist besser als brauchen. Hm, Smelter. Aber Smelter habe ich, ne? Naja, ist eh zu spät. Emily hat ihre Waffe. Die macht da keine Kompromisse. It wasn't supposed to be like-
like this? Was, ihr Schwester? I never wanted to be here. Nee, komm, ich versuch's jetzt wirklich mal. Ich versuche mal ein bisschen Loot liegen zu lassen. Oh, eine Kiste. Was ist da drin? Ne. Ja, aus der Eisenpickhacke kann ich ja ein bisschen Eisen gewinnen. Hell? Wo ist Hell? Oh, guck mal, ein Boss. Zauberer. Okay. Mal gucken, ob ich jetzt diesmal von dem Boss zumindest die Kiste finde. Aber ich habe dann jetzt mittlerweile, glaube ich, den dritten Schlüssel. E drücken zu mir. Wer bist du? Kehrt nach Hause zurück. Du hast deinen Leibeigenen gerettet? Lull. Und jetzt? Wie bewacht? Wie krieg ich... Oh Gott, was mache ich denn jetzt? Ich kann ihn ja nicht hier stehen lassen. Was machen wir? Verdammt. Jetzt bin ich schon wieder überfordert. Du mal dahin. Verdammt. Wie kann ich ihr sagen, dass sie nach Hause gehen soll? Schade. Ich kann das jetzt auch nicht umändern, mal eben so auf die Schnelle. Wow. Was mache ich jetzt? Ich kann sie wahrscheinlich jetzt hier auch nicht stehen lassen. Okay, wir machen jetzt Folgendes. Wir rennen jetzt einmal hier runter. Erstmal machen wir uns ein bisschen Licht. So. Was habe ich jetzt getan? Last aufgehoben. Gut. Das war auch so gewollt. Gehen wir da hoch, bitte. Jetzt gehen wir mal hier raus. Verlassen einmal diesen gastlichen Ort. Mal sagen, bis hier hinten an die Bäume. So, meine wunderschöne Tänzerin, du hältst mir hier Wache. Dann hole ich die andere. Das ist mir jetzt auch das erste Mal passiert, dass ich aus einem Käfig jemanden raushole. Aber jetzt weiß ich zumindest mal, wofür die... Wie heißen die? Wahrscheinlich heißen sie Käfigschlüssel. Wer sieht die Schlüssel? Da. Schlüssel des Gefängniswärters sind. Das wusste ich nicht, ist mir neu. Schön. Eine Kriegerin Stufe 3, die nehme ich mit. Folgen. Das brauchst du doch zu essen, ne? Hier. Hau rein. Du zingarische Schönheit. Die hatte ich durchgekriegt. Ja, war jetzt. Machen wir noch eine Truhe. Gibt's hier irgendwas? Nein. Will ich da jetzt hochklettern? Ja. Ey! Attack!
Hab ich doch, guck mal, die sagt mir schon, was ich tun soll. Die lebt kaum bei uns und gibt mir schon Anweisungen. Gefällt mir. wie komme ich denn an am besten nach oben? Will ich da aber wirklich hoch? Ich glaube, ich bringe das Fräulein jetzt erstmal in unsere provisorische Base. Ja. Hat da jemand auf uns geschossen? Nö, ne? Doch. Kannst du mal aufhören damit? How rude. Dann bringen wir sie jetzt erstmal weg und dann, ja. Suchen wir das nächste Ausflugsziel. Und wir sind hier immer noch auf der Suche nach den wunderschönen Spots. Weil hier finde ich es sehr dunkel. Da hinten ist unsere Hütte. Was ein Düde für eine Hütte. Ich glaube, ich habe Gronkh zitiert, oder? Kann passieren. Kann passieren. Gibt doch schlimmer aus. Da ist schon wieder so ein... Ich vergesse mal, wie der Gott heißt. Auf jeden Fall so ein Priester, den ich nicht haben wollte. So. Wo ist sie? Hallo? Warte, warum kommst du denn nicht rein? Ach, sie ist auch eine Bogenschützin. Okay. Sie ist jetzt nicht so clever, kann das sein? Hallo? Du bist nicht so schlau, ne? Das ist nicht schlimm. Hab dich trotzdem lieb. So, weißt du was? Dann machen wir dir auch noch eben was zum Anziehen. Und das ist aber Schluss für heute. Da brauchen wir 4 Stück. 1, 2, 3, 4. Das ist der Vogel wieder. Das ist immer ein Vogel hier außerhalb der Hütte. Dann können wir in der Zeit mal die Kiste hier leer machen. Ach, die Kiste hier leer machen. Ja, Jubo. Ganz genau. Alles wird gut. Ich bin zu groß. Ich bin zu groß für meine eigene Base. Packen wir das Gelumps jetzt einfach mal hier noch mit rein. Und ich werde wahrscheinlich alles davon hier lassen später, wenn ich weiterziehe. Bis auf die beiden Priesterinnen. Ja, das kann ich halt wegschmeißen. Zerrissenes Pergament, kann man da irgendwie lesen? Info. Wüstenhain von... Trommel, danke. Ja. Ich hab's jetzt nur überflogen.
Kohle können wir wieder rausnehmen. Steine. Müll. Hä? Hatte ich hier nicht schon Pfeile reingeschmissen? Da war es die andere Kiste. Jo. Was? Ach, das sind Stahlpfeile. Was schmeißen wir weg? Hier, Holzschale weg. Zack. Ich könnte alles wegschmeißen, aber ich bin ein Messi in Spielen. Hatte ich denn Messi ein Horter? So, machen wir erst die Schuhe herstellen. Die sind ja auf Englisch geschrieben. Brust, Handschuhe, Beine. Helm steht mal wieder aus Prinzip nicht her. Macht irgendwie alles. Warum stellt er denn jetzt nichts mehr her? Was soll denn das? Herstellen. 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 Ach, ist doch noch Honigwein. Okay. Bollern wir mal richtig voll hier die Werkbank. Ja? So. Das. So. Jetzt gib mir noch die Beine. Ja, hier sind noch Eisenpfeiler. Mann. Hab ich jetzt auch mal. Hier habe ich noch die ganzen alten dusseligen Tools. Ich sag's euch, wie es ist. Wir werden hier oben weggehen. Und die ganzen Klamotten werden für immer hier drin liegen. Aber gut, dass ich sie gelootet habe. So, jetzt muss ich eben. Ah, so geht's. Ja, ich hab das mit der Nacktheit auf dem Server noch nicht geändert. Von daher muss ich jetzt kurz überlegen, wie ich unsere Stufe 3 Kriegerin neue Sachen anziehe. So, was zu essen braucht sie doch. Unglaublich, ich habe auf Anhieb das richtige Rad erwischt. Ja, kann Süppchen essen. Das ist viel gesünder. Glaub mir. Naja, sie ist Nordheimer. Nee, das weiß ich noch. Guti, ich renne jetzt zurück zu Emily. Will nicht, dass sie da hinten so ganz alleine rumsteht. Das geziemt sich nicht für eine junge Dame. Und dann sehen wir uns wieder bei der nächsten Erkundung oder bei der nächsten Entdeckung. Und das wird dann schon morgen sein, weil ich jetzt die Aufnahme hier gleich noch direkt hochladen, rendern und hochladen muss. Ich bin da diesmal ganz spät dran, weil ich ja gestern so ein bisschen geschludert habe. Okay, ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.